Was an dem jetzt so besonders ist, weiß ich auch nicht, aber das soll mir auch egal sein. Hauptsache, der Hutlord bedankt sich schön dafür. So. Ich frage mich gerade, ob mein Mikro an ist. Muss mal ganz kurz... Ja, es ist an. Das wäre jetzt sau uncool gewesen, wenn das Mikro nicht an gewesen wäre. Denn dann hätte ich jetzt sinnlos vor mich hingequatscht und aufgenommen, ohne dass irgendwie was Gesprochenes drauf gewesen wäre. Aber ich höre mich seltsamerweise nicht auf dem Ohr. Das ist das Komische gerade. Und hier wachsen Steinwurzeln ohne Ende, stelle ich so fest, ne? Komm schon! Zeig's mir! Ja gut, du zeigst mir nichts mehr. Du bist nicht allzu zeigefreudig gewesen. Oh, Bison. Aber eins alleine können wir eigentlich mal probieren. Ich will mal sehen, wie gut wir abschneiden gegen einen Bison alleine. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Deswegen... Ach, die greifen mich gar nicht an, wenn ich nichts mache. Das ist auch gut zu wissen. Ja, die stecken nämlich ganz schön was weg, stelle ich so fest, ne? Ja, 160 Erfahrungspunkte ist auch gar nicht so ohne. Und vier Fleischstückchen, wenn ich es richtig gesehen habe. Na, können wir doch eigentlich mal hier weitermachen. Oh, jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt greifen uns mehrere gleichzeitig an. Die Bisons, die sind zwar friedfertig, aber sind sehr darauf bedacht, ihre Herde zusammenzuhalten. Umso vorsichtiger sollte man sein, wenn man einen Bison angreift, das in einer Zehnerherde steht oder so. Das ist dann etwas uncool. So, aber ist schön, da können wir auch so mal ein bisschen Erfahrung abstauben. Gefällt mir, gefällt mir. Und vor allen Dingen Fleisch haben sie ohne Ende. So, hier drüben ist ja schon wieder Silden. Haben wir das auch hinter uns gebracht? Ach komm, da gehen wir gleich hier lang, denn der Hutlord ist ja in die Richtung. Etwas schneller bitte, du musst ja nicht durchs Wasser schleichen. Wunderbar, wunderbar. Hutlord, mein Freund, ich habe etwas für dich. So, hab alles gefunden. Danke, mein Freund. Endlich kann ich wieder loslegen. Hier ist die versprochene Belohnung. Gib nicht alles auf einmal aus. Vielleicht kannst du mir noch etwas helfen. Na klar, Hutlords verschlammte Werkzeuge haben wir abgeschlossen und wahnsinnige 2 Rufpunkte dafür gekriegt, dass wir einmal den ganzen See gesäubert haben hier rundherum. Um was geht's denn? Nun also, das ist so. Ich bin nicht so gut im Bootsbau. Deswegen lassen mich die Orks auch werken. Und? Soll ich dir jetzt erklären, wie man ein Boot baut? Nein, natürlich nicht. Aber wenn dir mal jemand über den Weg läuft, es soll dein Schaden nicht sein. Bring mir etwas, das mir hilft, bessere Boote zu bauen. Und ich schwöre dir bei meinem Urgroßvater, du wirst reich entlohnt. Reich? Gut. Ich weiß, wo wir suchen müssen. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Wenn ich wüsste, wie und wo, wäre ich selbst schon losgezogen. Aber in Myrtana wirst du wohl schlechte Karten haben. Die Orks haben gründliche Arbeit geleistet. Ich würde es vielleicht mal weiter im Süden probieren. Genau das, wir müssen in den Süden gehen und ich weiß genau, wo wir da Hilfe finden werden. Und zwar bei meinem allerliebsten NPC im ganzen Spiel, Sibur Narad, den werden wir später noch treffen. Den mag ich unglaublich, den Kerl, denn der ist dauerbekifft und legt sich in seinem bekifften Zustand immer nackt auf irgendwelche Fälle. Ja gut, da kommen wir aber später zu, ich will ja nicht allzu sehr vorgreifen hier. Den werden wir später noch kennenlernen. Und jetzt muss ich mal schauen, was wir noch machen müssen hier in Silden. Auf der Suche nach dem perfekten Schiff, ja, das haben wir gerade gekriegt. Die Felllieferung müssen wir natürlich noch abgeben. Das Holz aus dem Gefangenenlager, so, wer gibt es, ja, das müssen wir auch noch machen. Die Hellebarde müssen wir noch finden, oh yay. Und die Sklaven jagen. Okay. Okay. Ich glaube, die Hellebarde war in irgendeinem Haus versteckt. Ich schaue mich mal kurz hier um. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass ich das schon mal gemacht habe, aber... Ich würde denken, die waren in irgendeinem Haus an der Wand oder so hier hing die. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du was? Nee, weiß auch nichts, denn. Aber ich würde denken, die hingen irgendwo in einem Haus an der Wand. Ich guck noch mal ganz kurz. Ihr habt doch nichts dagegen, ne? Ist das eigentlich doof und gespoilert, wenn ich hier das so sage? Ach, haha. Egal ob doof und gespoilert, ich hab's gefunden. Das Krusch Irmak, da hängt es einfach mal als Trophäe an der Wand herum. Der böse Fischer hat es geklaut. So, und dann können wir nämlich den Irmak auch wieder in den Dienst schicken. Und ich denke, dann sollten wir genug Orkwachen jetzt auch in der, hier in der Umgebung haben. Und dann sollte da Denpok, oder wie er hieß, weiß ich gar nicht mehr, sollte dann auch mit uns zufrieden sein. Gucken wir mal. Wir gehen aber erstmal ins Sklavenlager, denn wir müssen noch die restlichen Holzreserven hier einsammeln. Wenn wir sie denn finden sollten. Hier haben wir welches. Brennholz.
Wunderbar. 10 Stück brauchen wir insgesamt. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir haben. Die sind aber auch unglaublich unscheinbar hier, ne? Also, braun auf braun ist irgendwie... Ach, das ist ja gemein. Das ist ja fies. Das sieht doch keiner. Sowas sieht doch keiner. Außer mir jetzt gerade in diesem Moment. Aber in anderen Fällen sieht das doch keiner. Gut. Das Lager ist aber auch wirklich zu allen Seiten offen, ne? So, haben wir denn jetzt alles? Ich habe gerade keine Lust nachzuschauen, ehrlich gesagt. Also im Inventar nachzuschauen, meine ich, ob wir 10 Stück haben. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Komm, ich guck jetzt mal. Ach, wo haben wir das denn? Wir haben 17 Waffenbündel. Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Und wir haben 11 mal Brennholz. Ich hoffe, das ist genug. Wo haben wir die Fellkisten? Das sind 8, glaube ich, ja. Gut. Wir haben 11 mal Brennholz, 10 mal brauchen wir, dann würde ich sagen, haben wir unser Soll erfüllt, hier ist auch nichts mehr ansonsten. Dann können wir uns ja mal auf den Weg hier rüber machen und den ganzen Mist bei GWS abgeben. Nö. GWS, GWS. So, wo ist denn hier? Das ist aber schön hier hinten. Ich will mal kurz hier vorbeischauen. So ein kleiner Stonehenge, da kann man nochmal vorbeigucken, was es denn hier Tolles gibt. Wenn es denn hier irgendwas Tolles gibt, aber es sieht aus, als ob das einfach bloß so zu Deko-Zwecken ist und hier hinten ist irgendwie ein wahnsinnig lauter Wasserfall. Nun gut, ach, sieh mal einer an, Teleportstein, wahrscheinlich für Silben, das ist ja auch sehr schön, liegt da draußen mal einfach so rum. Okay, dann können wir jetzt hier rüber gehen. Ich glaube, in die Richtung ist auch das Lagerhaus, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ja, tatsächlich. Herr Lagermeister, ich komme. Hüpf. Was ist los? Ach ja, genau, Irmak. Hier ist deine Hellebarde. Ich habe sie bei den Fischern gefunden. Ja, danke. Dann haben die Fischer sie wohl geklaut. Oh, really, Sherlock? Du hast die Hellebarde selbst bei den Fischern versteckt. Was? Du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit. Ich soll dir wohl die Fresse polieren. Sehr gern. Tja, dann muss ich wohl Meldung machen. Ach, na gut. Sag, was du verlangst. Ach, ich hätte ja auch gern die Fresse poliert. Wäre kein Problem gewesen. Gold, Wachen in der Stadt. Wo Gold, Wachen in der... Ach komm, was soll's. Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt. Ich werde gehen. Aber Deadpock sollte davon wissen. Was interessiert mich das schnöde Gold, wenn wir Ruf in Silden absahnen können, mit dem wir letztendlich überhaupt nichts anfangen können, aber das ist ja egal. So, geben wir erstmal hier unseren Kram bei Givis ab, der natürlich oben ist. Oh, falsche Taste. Ja, guck nicht so böse, es war nicht mit Absicht. Hier, ich habe Brennholz. Okay, gib her. Hier, dein Lohn. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die Rufaufarbeitung in Silden so eine Kleinarbeit war. Ich habe hier Felle von den Jägern. Gut, hör damit. Hier ist das Gold dafür. 1500 Goldmünzen. Schön. Bring das Gold den Jägern. Was? Aber tröde nicht damit herum, sonst werden sie sauer. So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt eigentlich. Na toll. Na gut, dann gehen wir kurz zu Denpok und dann schaffen wir mal das Gold hoch. Das hätte ich eigentlich lieber selbst behalten, ehrlich gesagt. Naja, man kann sich's nicht aussuchen, ne? Komme ich hier denn irgendwie um die Arena von der anderen Seite herum? Ich will nicht jedes Mal durch das blöde Sklavenlager laufen, denn irgendwie verliere ich da jedes Mal die Orientierung, wenn ich da drin bin. Ja, tatsächlich, dann machen wir das so rum. Da gehen wir von hier aus ins Oberviertel. Denpok, mein Freund, ich habe Meldung zu machen. Halt! Was? Keinen Schritt weiter! Ja, ja, ist ja gut. Hier. Irmak hält Wache in der Stadt. Gut gemacht, Mora. Tatsächlich, tatsächlich. Damit sind wir bei 78. Das heißt, wir dürften jetzt eigentlich reinkommen. Lässt du mich zu eurem Anführer? Ja! Du bist für uns kein Unbekannter mehr. Du darfst passieren. Und das bedeutet ebenfalls, ja, einerseits haben wir unseren Ruf bei den Orks erhöht, das ist sehr schön. Andererseits bedeutet das, dass wir zu Grompel gehen können und der uns mal sagen kann, was er denn so Tolles an Schamanenmagie hier zu bieten hat. Zeig mir deine Ware. Ach so, ich muss erst wahrscheinlich zu Umbrak gehen. Nehme ich so an.
Denn Umbrak soll mich ja zuerst... Hieß er Umbrak? Ich glaube, ne? Soll mich ja zuerst mal kennenlernen. Hey, Fridok! Ach so. Du bist einfach nur hier aufgestellt, weil... Genau, deshalb eben. Weil ich dich hierher geschickt habe. Geh mal weg, Sklave. Und hier ist dann... Nee, hä? Ich dachte, hier oben ist dann unser Freund der Schmied angesiedelt. Ach doch, ist er ja. Hier hinten, Kardok. Tatsächlich, tatsächlich. Bring mir was über das Schmieden bei. So, gucken wir mal. Schwere Rüstung nutzen, ja, schärfe meine Klinge, ja, hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Nein! Das finde ich gemein. Das hätte ich jetzt sehr gerne gelernt, aber ich will jetzt auch keine Schmiedepunkte ausgeben, ehrlich gesagt. Wir können nochmal bei den Waren gucken. Zeig mir deine Ware. Vielleicht hat er ja irgendein tolles Schwert. Bastardschwert. Klingenschaden 80 haben wir doch jetzt, glaube ich, auch schon. Oder? Ja, der Rest ist eh Quark dann. Gucken wir mal, Klingenschaden 80. 85 haben wir sogar. Na, siehst du mal. Wusste ich doch, dass das Bastardschwert uns nichts bringt. Schön hast du es hier übrigens. So mit ein paar Büchern und so. Also, mir gefällt's hier. Nur frage ich mich, wo schmiedest du? Ich meine, das ist ja keine Schmiede, das ist ja eine Kochstelle. Naja gut, soll nicht mein Problem sein. Das Waffenbündel sacken wir uns auch noch fix ein. Ja, gefällt mir hier. Und das Fell hier scheint auch bloß Deko zu sein und nicht wirklich zu existieren, ne? Naja, egal. Ach, hier draußen ist die Schmiede. Alles klar, da ist doch die Esse. So, dann gehen wir mal bei Umbrak vorbeischauen. Aber erstmal lesen wir. Lesen bildet. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Er ist übrigens der Mensch in diesem Fall. Wollte ich nur so anmerken kurz, damit das nicht so ganz aus dem Kontext gerissen ist. Was haben wir denn hier oben Schönes? Schatulle und Goldpokale oder was? Hallo? Hallo? Pokale? Ich würde gerne mal wissen, was das für Pokale sind. Sind das Feuerkelche? Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie. Ach scheiße, ist doch egal. Umbrak, mein Freund. So, du bist also der Kerl, von dem hier alle reden. Du hast einen Grafikfehler in deinem Haus. Du bist der große Kriegsherr, von dem hier alle reden. Was, wenn ein Wicht wie du von einem Anführer der Ork-Armeen rede? Hallo, ich habe mich hier verdient gemacht um die Stadt. Da werde ich ja wohl auch mal eine Audienz bei dir kriegen. Und du hast immer noch einen Grafikfehler in deinem Haus. Schlechter Innenarchitekt, würde ich sagen. Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du, dass ich dich über meine Angelegenheiten unterrichte? Hey, ich will bloß ein bisschen Smalltalk halten, Mensch. Ganz gechillt bleiben, Alter. Ganz gechillt bleiben. Ist alles okay. Will nur lieb sein. Ich bin gekommen, um dir, großer Kriegsherr, zu dienen. Ist das so? Dann beantworte mir nur eine Frage. Wann wird dein Volk endlich einsehen, dass es besiegt ist und den Widerstand aufgeben? Niemals, denn die Rebellen sind dumm. Ja. Was kann ich tun, um sie zur Vernunft zu bringen? Ich wüsste da etwas. Das wäre genau das Richtige für jemanden deines Schlages. Vor dem Pass nach Mordmar gibt es ein Rebellenlager. Ich will den Kopf ihres Anführers. Okay. Wo finde ich dieses Rebellenlager? Irgendwo da draußen hält sich ein ganzer Haufen Aufständischer versteckt. Sie stören unsere Lieferungen nach Nordmar. Anok ist der Kopf der Bande. Geh und töte ihn. Ach, Anok. Die werden sich schon ergeben, wenn ihr Anführer fällt. Frag den Schamanen Krompel, meinen Berater. Er wird dir helfen, sie zu finden. Anok, der Bruder von Enoch. Das ist ja sehr schön. Der Untergrundrebell Enoch ist tot. Das hört sich doch gut an. Hier, das hast du dir verdient. 1000 Gold und 1000 Erfahrung. Sehr schön, sehr schön. Ja, bei Krompel, bei Umbrak versuchen wir gar nicht erst den zu beklauen. Nur mein Freund, der muss sich erstmal setzen von dem anstrengenden Gespräch. Und dann werden wir mal bei Krompel vorbeischauen. Ach nee, erstmal gehen wir oben gucken. Oder erstmal gucken wir hier hinten, das müsste ein Belia-Schrein sein, nehme ich mal so an. Der hat nichts für uns. Belia? In der Tat. Okay, ja, brauchen wir nicht. Will ich gar nicht. Höchstens, doch, warte mal. Ich will mir mal... Ja, halt die Klappe. Ich will mir mal ein bisschen Lebenskraft besorgen. Gewähre mir Lebenskraft. Ja, Lebenskraft.
Lebenskraft. Lebenskraft und Lebenskraft. Und nochmal Lebenskraft und nochmal Lebenskraft. So, haben wir 380 Lebenspunkte. Das ist ja ein bisschen besser als vorher auf jeden Fall.